Ich freue mich auf einen ganz wunderbaren Gast, Christoph Hein, der ein ständiger Besucher der Leipziger Buchmesse ist. Herr Hein, wann waren Sie zum ersten Mal hier auf der Leipziger Buchmesse? Als Student natürlich. Ich habe in Leipzig studiert und dann ging man regelmäßig zur Messe. Die Eintrittspreise waren sehr billig und man hoffte natürlich, Bücher abzustauben, genauer gesagt zu klauen. Das war gerade bei den westlichen Verlagen war man doch sehr begierig als Student und ich habe dann auch mit den Verlagsleuten behandelt, ob sie es mir nicht hinten einpacken können, damit das nicht so auffällt. Haben die wenigsten gemacht. Mir sagte dann mal einer der westlichen Verleger, wissen Sie, junger Mann, geklaut wird auf jeder Messe, aber auf den anderen Messen wird die Kaffeemaschine geklaut. Hier in Leipzig werden immer nur Bücher geklaut. Ja, wunderbar, wunderbar. Wissen Sie noch, was das erste Buch war, das Sie haben mitgehen lassen, was Sie besonders interessiert hat? Ja, das war Luchterhandbuch Lukács. Ich studierte Philosophie und brauchte das unbedingt. Sehr gut. Jetzt sind Sie da mit einem Buch, das schon von der Kritik als das wichtigste Buch des Frühjahrs bezeichnet worden ist. Sie kamen auf eine ganz interessante Weise zu diesem Thema, nämlich über Umwege. Erzählen Sie bitte kurz, wie das kam. Das ist der Beginn des Romans. Ja. Ich kann das erzählen, aber ich will darauf hinweisen, davor steht das Wort Roman. Also ja. Auch der Beginn ja. Ist eine Erfindung. Sage ich ja. Gleich. Nein, also es beginnt damit, dass der Erzähler einen Mann kennenlernt am Ende seines Lebens, der dann den Roman ihm erzählt. Und da geht es um zwei Familien, eine deutsche Familie und eine deutsch-russische. Und es beschreibt so 80 Jahre ihres Lebens, also ein bisschen das 20. Jahrhundert, das für Europa und für die Welt durch diese beiden Namen Hitler und Stalin doch sehr heftig geprägt wurde. Ihre Figuren im Roman sind einmal mehr, wie auch schon in früheren Romanen, Opfer der politischen Verwerfung, Opfer des Zeitgeists. Sie können nichts dafür und sind trotzdem mit ihrer Biografie völlig eingewoben in die politischen Umstände. Ja. Was machen politische Umstände mit Menschen? Sie sind mächtiger als das Individuum. Sie bestimmen ihn. Und das haben wir in Deutschland in den letzten 100 Jahren wiederholt erfahren. Also das war... Wir sind den politischen Umständen unterworfen, wir können dagegen ankämpfen, wir können kämpfen, uns wehren, aber unterworfen bleiben wir dennoch. Sie haben für den Roman Titel Trutz gewählt. Trutz ist der Name der Familie, die beschrieben wird. Trutz ist der Name des Hauptprotagonisten. Trutz ist ein altes deutsches Wort, ja. Wo viel Trotz drinsteckt. War das geplant? Diesen Namen gibt es ja als Namen und den fand ich dann für meinen Helden schon ganz, ganz schön. In der beschränkten Art, die er als kleines Individuum da in diesen Weltläuften zur Verfügung hat, ist das schon sehr angemessen. Ich glaube, der Held ist mit dem Namen Trutz gut bedient. Michael, die Hauptfigur, Michael Trutz, wird von seinem Lehrer in die Geheimnisse der Mnemotechnik eingeführt. Eine Erinnerungswissenschaft. Ja. Bitte sagen Sie uns, was ist Mnemotechnik und gibt es Mnemotechnik tatsächlich? Also die Mnemotechnik gibt es. Abgeleitet ist sie von einer Wissenschaft, Mnemonik, ja. Die ich da beschreibe. Und ich brauchte für meinen Geim, für den deutsch-russischen Helden eine spezielle Wissenschaft. Und dann entdeckte ich in der Antike, die Mnemonik, die gab es in der Antike, wurde auch bis ins Mittelalter betrieben und taucht heute auch wieder ab und zu auf. Und da habe ich dann diese Wissenschaft in dem Moskau der 20er Jahre wieder neu ansiedeln lassen, auftauchen lassen. Und das ist alles, was ich da über diese Wissenschaft beschreibe, ist alles äußerst genau recherchiert. Also alle diese Behauptungen, alle die berühmten Mnemoniker, Giordano Bruno und so weiter, das ist alles völlig korrekt. Und kann man heute noch Mnemotechnik studieren, also Erinnerungswissenschaften studieren? Eine Mnemonik als Studiumfach ist in Deutschland nicht möglich. Ja. Ich weiß, es gab Versuche in den USA und in England, ich habe es kurz auch in dem Roman beschrieben, in Deutschland meines Wissens nicht. Während die Mnemotechnik, die da abgeleitet wurde, die ist ja so weit verbreitet, das ist ja, da gibt es ja alle möglichen Hilfen und Bücher und Stützen, das ja.
Die Idee von Mnemotechnik ist doch, dass man sein Gehirn optimiert, dass man nichts, was man irgendwann mal gelesen, gehört, gesehen, erfahren hat, wieder verliert. Ja, also es war ein Punkt dieser Wissenschaft, dieses Merkwürdige, dass uns Sachen, die wir nicht vergessen wollen, wir vergessen sie und plötzlich sind sie aber wieder da. Also dass das Gedächtnis, die Erinnerung, irgendein Spiel mit uns betreibt und wir es nicht in der Hand haben. Und man versucht eben, dieses Gedächtnis, die Erinnerung zu nötigen, die Regeln aufzunötigen, dass es eben nicht nach Belieben vergisst. Es ist eine große Merkwürdigkeit und das geht ja dann im hohen Alter bis zu ganz heftigen Ausfällen. Aber warum? Dass auch bei einem jungen Menschen schon irgendwas ausfällt, warum etwas erscheint, dann verschwindet, überschrieben wird, nach Jahren wieder auftaucht, ist ein Geheimnis, was diese Wissenschaft versuchte zu ergründen seit der Antike. Sie beschreiben das wunderbar. In dem Buch wird es ganz deutlich, dass plötzlich Dinge, die erinnert werden, obwohl sie schon Jahrzehnte zurückliegen, plötzlich wieder eine Rolle spielen. Sind Sie diesem Geheimnis der Erinnerung näher gekommen? Denn es ist offensichtlich mehr als nur eine medizinische, chemische Reaktion im Gehirn. Nein, ich bin kein Mnemoniker. Ich habe einfach nur meine Helden versucht zu beschreiben, mit Interesse und Hochachtung für meine Helden und für ihren Beruf. Aber einfach nur als sauberer Chronist habe ich das aufgezeigt. Ich selbst bin das nicht. Aber ich gestehe, Schreiben und Erinnern, das ist natürlich, das hängt zusammen. Ich sitze am Schreibtisch und dann muss ich alles, was ich da in den letzten 70 Jahren erlebt, erfahren habe, irgendwie versuchen, wieder in Erinnerung zu rufen. Und dann kommen auch, wenn man daran arbeitet, dann kommen auch Erinnerungen, wo man glaubt, sie seien verloren. Also man kann auch das Gedächtnis etwas nötigen oder eben auf die Sprünge helfen. Das Erinnern des Protagonisten in der Sowjetunion ist ganz gefährlich. Denn plötzlich gerät er mit seiner Erinnerung in die Mühlen des Staatsapparates. Ja. Was macht es mit diesem Mann? Warum darf die Erinnerung plötzlich nicht mehr die sein, die er in Erinnerung hat? Ja, alle Staaten dieser Welt haben da gelegentlich mit zu guten Erinnerungen ihre Schwierigkeiten. Und in Diktaturen ist es dann noch etwas heftiger und kann schnell zum Lebensende führen, zu einem vorzeitigen Lebensende führen. Das Gedächtnis und das Erinnern ist keine ganz ungefährliche Wissenschaft. Ich würde gerne mit Ihnen über ein paar Zitate aus dem Buch sprechen. Ein Zitat heißt: Ein gutes Gedächtnis war in der Geschichte der Menschheit stets eine tödliche Gefahr. Ja. Was ist damit gemeint? Nietzsche sagt das mal mit den schönen Worten: Das war ich, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht gewesen sein, sagt mein Stolz. Und bleiben unerbittlich und endlich gibt das Gedächtnis nach. Das betrifft das Individuum und das betrifft natürlich Staaten auch. Und alle Staaten der Welt haben so ein paar Geschichten, die sie in total verschlossenen Archiven ablegen. Und wenn da einer dran rührt, Whistleblower und so weiter, setzt er sich tödlichen Gefahren aus. Das ist doch die interessante Frage. Ist Erinnerung etwas Trügerisches? Oder ist es etwas Gefährliches für die Machthaber? Alles Mögliche. Ja? Alles Mögliche. Bis hin, das wissen wir auch alle, dass wir uns an Dinge erinnern und ganz sicher sind. Und es stimmt gar nicht. Weil es hat sich bei uns in unserem Kopf etwas festgefressen, dass ich das so und so gemacht habe. Es war aber ganz anders. Also es ist auch eine sehr trügerische Geschichte mit dem Gedächtnis und der Erinnerung. Und Staaten in der ganzen Welt wollen an bestimmte Sachen nicht erinnert werden, weil es ihnen nicht in den Kram passt. Und das war in der Sowjetunion damals, gerade in Verbindung zu Hitler, sehr heftig. Also es gab eine Feindschaft zwischen beiden Staaten, dann gab es für kurze Zeit eine große Freundschaft und danach wieder Feindschaft mit dem Ausbruch des Krieges. Aber da wechselte innerhalb der Sowjetunion immerfort zwangsweise der Blick auf Deutschland und auf Hitler. Ja. Und das ganze Volk hatte mitzumachen. Das ist ein wichtiger Punkt. Passt sich dann die eigene Erinnerung an die offizielle Erinnerung an die offizielle Wahrheit? Oder wird die eigene Erinnerung im Gehirn eingeschlossen und man weiß, sie ist gefährlich, wenn man sie äußert? Ich denke, die Masse der Leute werden sich anpassen aus Selbsterhaltungstrieb.
Denn wer sich dann nicht anpasst, hat dann schlechte Karten. Also man muss das Individuum sich dann überlegen. Ja. Ja. Und wenn er Frauen und Kinder hat, dann passt er sich vielleicht schneller an und so weiter. Es gab ja dann immer Erklärungen, warum und dass man das und das gemacht hat. Und wenn ich mich anpasse, dann kann es auch sein, dass ich dann glaube auch, dass ich mich nicht angepasst habe, sondern dass das meine innerste Überzeugung ist und schon immer. Ja. Das ist doch ein interessanter Punkt. Als die Protagonisten, wie viele andere Deutsche auch, vor den Nazis nach Russland geflohen sind, da Schutz gesucht haben, auch Schutz gefunden haben, plötzlich werden sie mit einer völlig neuen Situation konfrontiert. Hitler, Stalin schließen einen Pakt. Und sie ahnen, es kann ganz gefährlich werden. Was ist damals passiert, dass Deutsche, die in Russland Zuflucht gesucht haben, bedroht waren, ausgeliefert werden zu können? Was geschah da? Naja, in diesem Abkommen, in dem sogenannten Hitler-Stalin-Pakt, gab es eben auch geheime Klauseln. Und dazu gehörte die Rückführung von Immigranten, die der jeweilige Staat haben wollte. Also Leute, die geflohen waren, wurden zwangsweise ausgeliefert und das war ihr sicherer Tod. Und das war eben auch eine Geheimklausel des Hitler-Stalin-Paktes. Und das traf dann eben auf beiden Seiten diese gerade Geflohenen und die glaubten, in Sicherheit zu sein. Weiß man heute, was Stalin bewogen hat, diese Deutschen, die Schutz gesucht haben in Russland, in der Sowjetunion, auszuliefern? Nein, genau nicht. Aber es war einfach, es gehörte zu dem Pakt. Beide Seiten hatten Interesse an bestimmten Leuten, an sogenannten Verrätern und Feinden. Und dann einigte man sich darauf, dass man ein paar Namen nennen darf, die andere Seite auszuliefern hat. Ja. In der Literatur ist dieses Thema ganz selten thematisiert worden. Es gab natürlich Sachbücher, Wolfgang Leonhardt, Die Revolution frisst ihre Kinder, ein paar andere, die diese Zeit, diese absolute Absurdität dargestellt haben. In der Literatur nicht. Warum nicht? Weil es ist doch ein Thema, was uns Deutsche mit den Russen, auch heute, aber auch schon früher, ganz eng verbindet. Oh. Nein, das kann ich Ihnen nicht beantworten, weiß ich nicht. Gab es in der DDR ein Schweigen müssen darüber? Die Emigranten aus der Sowjetunion, gerade die linken und kommunistischen Emigranten, die haben über diese Zeit geschwiegen. Also was da im Hotel Lux passierte, ich erinnere mich nicht, dass einer von denen je gesprochen hat. Ich hatte ein paar von denen kennengelernt, ältere Männer, und die winkten immer ab. Sie wollten darüber nicht sprechen. Es war zu schmerzhaft und zu schlimm. Und sie wollten diese Erinnerung wegstreichen, weil das hätte ihr Verhältnis zur Sowjetunion noch mehr gestört. Und sie wollten sich einreden, dass das mit dem Tod von Stalin und dem Ende des Stalinismus vorbei ist. Und sie haben nicht darüber gesprochen. Also es ist nicht nur, dass darüber keine Bücher erschienen sind, sie waren auch im privaten Gespräch eigentlich nicht bereit, über diese Zeit zu erzählen. Also immer nur andeutungsweise wusste man, wie das im Hotel Lux ablief. Das war auf der einen Seite eine individuelle Entscheidung, nicht darüber zu reden, weil die Erinnerung tatsächlich so schmerzhaft war. Auf der anderen Seite war es auch eine offizielle Politik, es nicht zu thematisieren. Das weiß ich nicht. Also das könnte sein, aber ich kenne dazu keine Verlautbarung, also keine Verfügung oder sowas, das nicht. Sicher hätte man das als antisowjetisch gewertet, also das könnte sein. Sie schreiben in dem Buch einmal von der Amnesie der Archivare. Die Amnesie der Archivare heißt, man blendet bestimmte Dinge, von denen man weiß, die sind als Fakten, als Dateien da, bewusst aus. Welche Rolle spielen Archivare heute in unserer Gesellschaft? Archive haben immer noch eine große Funktion in allen Staaten der Welt. Und gerade die Staatsarchive. Und da gibt es unendlich viele Auflagen und Bestimmungen, wer da etwas erfahren kann. Also das Wissen der Archive ist immer noch eine strenge, geheime Verschlusssache. Ja. Und wie gesagt, ich sagte schon den Namen Whistleblower vorhin, das hat ja genau mit dem zu tun. Da gibt es Geheimnisse, die keinesfalls an die Öffentlichkeit kommen. Und wenn einer von denen Geheimnisse an die Öffentlichkeit bringt, wird er mit dem Tode bedroht. Sind Archive Büttel der jeweiligen Regierung? Oder sind Archive etwas Solides, Verlässliches,
objektives und zuverlässiges. Also objektiv und zuverlässig ist, sie sollen aufbewahren und das machen ja. sie auch. Ja. Und das auch nach meiner Kenntnis sehr genau. Es gibt halt eben nur die Auflage, dass dieses Wissen darf nicht öffentlich werden. Und daran haben sich Archivare von Beginn an zu halten. Und das müssen sie unterschreiben. Ich würde nicht sagen, dass sie entbüttelt sind, aber sie unterschreiben, dass sie zumindest die Sammlung machen. Das ist ja dann der Vorteil seit 4000 Jahren, etwa damals die Arbeit der Mönche, dass sie das Wissen ja. zusammengehalten haben. Und eine spätere Zeit kann es nutzen. Aber die Jetztzeit, die Gegenwart, darf keinen Blick drauf werfen. Wie häufig ist Ihnen das passiert als Schriftsteller, wenn Sie in Archiven recherchieren, dass Sie auf tatsächlich verschlossene Türen stoßen, dass Ihnen gesagt wird, nein, die Zeit ist noch nicht reif. Ja. Das heißt ja auch, die Zeit ist noch nicht reif zur Erinnerung. Ja. Ist das geschehen? Ja, natürlich. Natürlich. Also es war etwa bei dem in seiner frühen Kindheit ein Garten, da traf ich auf verrammelte Türen. Also das ist keine Frage. Und das die Begründungen sind dann mal alles sehr, sehr locker, sehr leicht. Erst so und so viele Jahrzehnte bleibt das verschlossen, weil sie haben keine Berechtigung dafür. Also da Archive haben gut verschließbare Türen. Gerne werden die Persönlichkeitsrechte herangezogen, um Recherchen zu unterbinden, um Recherchen zu vermeiden. Und deshalb komme ich jetzt zurück auf den Beginn des ersten Satzes. Der Protagonist sagt, er kam durch Zufall zu diesem Buch, nämlich als er über den missglückten Polizeieinsatz bei Festnahme eines Terroristen 1993 in Bad Kleinen recherchieren wollte. Jetzt nehme ich mal an, der Protagonist, der das Buch recherchiert hat, und Sie sind sich relativ nah. Was hat Sie an diesem Fall so aufgeregt? Was hat Sie so geärgert? Die vielen Unstimmigkeiten. Ja. Sie meinen den Fall Bad Kleinen. Hm? Die vielen Unstimmigkeiten, die drei Prozesse, was da rauskam, beziehungsweise auch nicht rauskam, dass der Bundesanwalt einen Tag später zurücktritt, der Innenminister einen Tag später zurücktritt, alles hat nichts mit dem Fall zu tun, es stimmte vorne und hinten nicht. Dass 110 Polizisten im Einsatz waren und in der Sekunde, wo der Schuss fällt, nicht einer hingeguckt hat. Und das glaubhaft oder zumindest unbestritten einem deutschen Gericht aussagen kann. Das fand ich seltsam und irritierte mich. An der Wahrheit interessiert, ja. Das ist doch interessant. Wir dachten doch eigentlich immer, dass Diktaturen ihre Archive verschließen und wenig zugänglich machen. Aber in der Bundesrepublik, dass die Erinnerung an bestimmte Vorgänge, die Recherche von bestimmten Vorgängen, es nicht möglich sein soll, verblüfft. Naja, Sie hatten ja schon das Wort Persönlichkeitsrechte genannt. Das ist ja schon ein Hindernisgrund, ja. Wenn, je nachdem, wie die Persönlichkeitsrechte, wie gewichtig sie sind, aber verschlossene Archive haben wir überall auf der Welt. Also das in Diktaturen und in Demokratien, das ist noch nicht die große Unterscheidung. Dann kommen wir zurück zu Trutz. Leistet Trutz einen Beitrag zur Erinnerung? War das die Absicht, Ihre Absicht zu erinnern? Was ist damals passiert während des Hitler-Stalin-Paktes? Was ist mit den Deutschen passiert, die danach in die entfernten Sowjetrepubliken deportiert worden sind, nie mehr zurückkamen, zum Teil gestorben sind, zu Zehntausenden gestorben sind? Hm. Ach nein, ich wollte eigentlich wirklich diese Familiengeschichte, die Geschichte dieser Personen erzählen und aufgrund ihres Charakters, aufgrund ihrer Haltung, ihrer Menschlichkeit, rutschen sie immerfort in solche unsägliche Geschichten hinein. Die Familie sitzt immer zwischen den Stühlen, ja. in gewisser Weise. Was ist das, was Sie daran fasziniert hat, dass man ohne eigenes Zutun, ohne eigene Schuld, ohne großartiges politisches Engagement tatsächlich immer missverstanden werden kann, immer missinterpretiert werden kann und immer damit rechnen muss, verfolgt, angefeindet, in Schwierigkeiten zu geraten? Ja, es ist aber so meine Erfahrung von dem Leben. Also wenn man versucht, durch das Leben geradlinig zu kommen und sich nicht anzupassen, hat man ein paar Schwierigkeiten mehr. Und das beschreibe ich in dem Roman halt. Es ist ein Roman, der an eine Zeit erinnert, an die die Erinnerung schmerzhaft ist. Wie schmerzhaft, wie gesund ist Erinnerung? Nicht für den Staat, für das Individuum.
Ach, gerade wenn man dann ein älterer Mensch geworden ist, wie es bei mir der Fall ist, es ist auch ist halt der große Schatz. Also die 70 Jahre, die ich hier gelebt habe auf der Erde, ist natürlich auch etwas, was ich in mir hat sich da etwas angesammelt und was mich dazu befähigt, solche Bücher zu schreiben, weil ich da natürlich diese ganzen Erinnerungsbausteine wieder herauskrame. Ja. Und ich eigentlich in dem Roman wie in allen anderen, ich immer ein Stück meiner Biografie erzähle. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Dankeschön, dass Sie die vorweggenommen haben. Wie viel Christoph Hein steckt in Trutz? Eigentlich in jedem. In jedem und immer ganz viel. Also das habe ich, es ist hilfreich beim Schreiben. Es wird, ja? Man kann besser schreiben, sinnlicher, plastischer, wenn ich die Dinge, die ich selber erlebt habe, dann mit einbringe. Und das habe ich in allen meinen Romanen gemacht. Allerdings schreiben Sie ganz kritisch, vielleicht sogar selbstkritisch an einer Stelle im Roman, derjenige, der sich so perfekt erinnert, kommt auch ganz leicht als Besserwisser rüber und gerät deshalb dauernd in die Schwierigkeiten in seinem eigenen familiären Umfeld. Geschieht das mit Trutz auch und geschieht das auch mit Christoph? Also ich denke schon, ein Mensch, der sich wirklich so sehr gut erinnert, folglich immer recht hat, dass es sehr schwierig ist, mit dem zusammenzuleben. Also ich denke, die Ehefrauen von meinem Trutz sind immer leicht genervt von diesem Menschen, der immer alles besser weiß. Das ist schon ein Besserwisser. Ja, das ist unangenehm, fatal. Sehr schön. Es interessiert mich noch ein Punkt in diesem Buch, über den ich mehrfach gestolpert bin. Sie erzählen immer wieder von Paul Tillich und dem religiösen Sozialismus. Ja. Gab es den religiösen Sozialismus tatsächlich als Bewegung? Also ich habe, wie gesagt, alles erfunden, aber dann danach absolut genau recherchiert. Also diese Paul Tillich-Bewegung gibt es. Ja. Ich habe die amerikanische dazu erfunden, diese Bergpredigtsgeschichte. Also, aber sonst, Sie können auf jeder Seite, Sie werden mir keinen Fehler nachweisen können, es ist alles ganz sauber recherchiert. Alles, was ich erfunden habe, ist genau recherchiert. Und was hat es mit dem religiösen Sozialismus auf sich? Das sind ja eigentlich völlig widersprüchliche Begriffe. Nein, die Bewegung gab es tatsächlich in den 20er, 30er Jahren. Ich glaube, die gibt es sogar heute noch. Und dass es Dinge gab, wo die sozialistische oder gar die kommunistische Bewegung mit der Bergpredigt Jesus in großer Übereinstimmung war. Und da heraus entstand diese Bewegung. Hätte der religiöse Sozialismus eine reale Chance gehabt? Ich glaube nicht, er war zu klein, zu unbedeutend. Ach übrigens, ich hatte jetzt war gerade in den Niederlanden Wahl. Ja. Ich hatte gesehen, da war eine Gruppe, die haben, glaube ich, einen Platz errungen, ja. Das waren religiöse Sozialisten. Genau. Die gibt es immer noch. Ja. Sie beschreiben die Deportation der Deutschen in diese russischen Teilrepubliken so unglaublich prägnant, so nahegehend. Haben Sie diese Reisen selber gemacht? Wie konnten Sie intensiv recherchieren und so intensiv beschreiben? Ja, ich habe so viel Material wie möglich gefunden. Also es ist eine lange Arbeit gewesen. Also ich bin dann irgendwann von 2.500 Seiten, was ich da mal hatte, dann runtergekommen auf diese 500 Seiten. Also es ist schon ganz heftig, dass man was da auch alles finden kann. Da ist ja auch vieles von dem inzwischen zugänglich. Also da sind Archive, was diese Zeit betrifft, nicht so schwierig. Und da konnte man auch sehr, sehr genau den Weg, den eine in Moskau verurteilte Gruppe für den Gulag, den konnte man nachvollziehen. Sehr genau. Also da gab es keine Eisenbahn und kein Auto. Da war ein Teil mit dem Viehtransport, sehr viel zu Fuß und so weiter. Also den Weg, den ich da sehr genau beschreibe, bis er in seinem Straflager Chelyabinsk ankommt, da folge ich haargenau dem damaligen Wegen. Steht Reimer pars pro toto für viele, denen es so gegangen ist, die einfach namenlos verscharrt worden sind, weil man sie einfach umgebracht hat? Ein völlig unpolitischer Mensch, der nichts weniger vorhatte, als sich da in die Politik einzumischen, der eigentlich nur so ein bisschen seinen Beruf machen will, und er rutscht dann da rein aus Zufall, aus einer Dummheit. Die Lächerlichkeit, die ihm nachher das Leben kostet, ist eine kleine Rezension in einer winzigen Zeitung, die ihm Jahre, Jahrzehnte später den Kopf kostet. Ja.
Waren Sie selber in Workuta, waren Sie selber in Sibirien, um zu sehen, wie ist das Klima, wie drastisch greift die Natur den Menschen an? Ja, ich habe sehr vieles über mit Hilfe von Archiven gemacht, weil diese Lager gibt es nicht mehr. Die sind ja alle aufgelöst. Ja. Einige sehr, sehr spät. Das Lager, was ich beschreibe, wurde schon Ende der 30er Jahre aufgelöst. Also da hätte ich dann nur noch Natur sehen können. In diesem Lager war ich nicht. Da habe ich dann eher aus den Archiven genommen. Ihr Roman endet in der gegenwärtigen, in der Bundesrepublik. Das Ende wollen wir nicht verraten. Aber es gibt in diesem Roman zwei Begriffe, über die ich mit Ihnen noch ganz kurz sprechen will. Das Bassin für Schwimmer und das Nichtschwimmer-Bassin. Ja. Was waren das? Das gab es in den 20er, 30er Jahren. Ist ein Lokal, eine Lokalität, die das Café Größenbahn in Berlin ablöst. Das Café Größenbahn wurde geschlossen aus irgendwelchen Gründen, ich glaube Eigentumsgeschichten. Und dann entstand eine neue Gaststätte und die hatte einen großen Raum, das sogenannte Bassin für Nichtschwimmer. Ja. Und nebenan einen kleineren Raum, das Bassin für Schwimmer. Und da durfte nicht jeder rein. Da waren dann so die Künstler der 20er, 30er Jahre, die Schauspieler, Sänger und so weiter. Das war ihr extra, also separé. Und mein Held rutscht dann durch Zufall in dieses geheiligte Bassin für Schwimmerei. Das gab es tatsächlich. Also auch das ist alles sehr genau von mir beschrieben. Also deshalb meine letzte Frage. In welchem der beiden Bassins würde sich Christoph Hein heute wohler fühlen? Ach, ich habe für solche Bassins zu wenig Zeit. Ich muss ja arbeiten. Den Roman habe ich vor einem halben Jahr abgeschlossen, weil ich muss ja doch... Ich würde doch was anderes tun. Also ich sitze und arbeite. Das waren 30 Minuten mit Christoph Hein, die unglaublich schnell vergangen sind. Ganz herzlichen Dank für den Besuch auf dem Blauen Sofa. Vielen Dank. Vielen Dank.